ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Kerstin von Kerstins Backstube. Und wir haben so schönes Wetter und wir grillen heute. Und da habe ich gedacht, ich zeige euch mal mein Walnussbaguette, so wie ich das mache. Und das dauert auch gar nicht so lang. Wir fangen dann auch gleich schon an. Und zwar brauche ich hier 400 ml lauwarmes Wasser. Dann habe ich hier 400 Gramm Dinkelmehl. Habe ich jetzt hier, ihr könnt Vollkornmehl benutzen, das ist gar kein Problem. Dann habe ich hier 300 Gramm ganz normales Weizenmehl habe ich hier. Dann habe ich hier 1,5 Teelöffel Salz brauchen wir, eine Prise Zucker habe ich hier und einen Würfel Hefe und 200 Gramm gehackte Walnusskerne brauchen wir noch. Und die Hefe, die können wir dann gleich in das lauwarme Wasser einbröseln lassen. Und dann geben wir gerade die Prise Zucker dazu, das braucht nämlich die Hefe. Und dann lassen wir es einmal 10 Minuten lang stehen. So, verteilen wir gerade oben drüber und lassen das gerade mal 10 Minuten lang stehen. So, ich habe die Hefe jetzt mal umgerührt. Ich habe mich jetzt noch entschlossen, 100 ml Olivenöl dazu zu geben. Wie gesagt, ihr könnt es ja in der Maschine machen, aber ich mache es ja meistens immer mit der Hand. Und daher habe ich jetzt das Dinkelmehl, das Weizen, den Zucker, das Olivenöl, Moment schon dazu. Und dann machen wir schon die Hefe rein. Das können wir gerade noch mal kurz umrühren. Und dann verkneten wir das Ganze. So, und das verkneten wir jetzt einmal. Also ich habe jetzt so gut wie fast gar kein Mehl mehr gebraucht. Der klebt nicht, gar nichts. Den habe ich jetzt 10 Minuten lang geknetet. So, jetzt mache ich da hier mal eine ein bisschen Mulde rein. Oder ihr könnt es auch so, nur dass ich es euch halt zeigen kann. Hat so ein bisschen verteile. Ach ja, schön. Schön. Wie gesagt, ich habe mal die Walnüsse so ein bisschen kleiner gehackt. Also nicht ganz mini, weil dann bringt es halt gar nichts. So, und jetzt kneten wir gerade die Walnüsse schön nochmal ein. Ja, so ist es. Wie gesagt, normalerweise machen wir das ja in der Schüssel, aber ich wollte es euch halt zeigen. Und das kneten wir jetzt alles schön ein und dann kann der Teig ein bisschen ruhen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir es geschafft. Und der Teig klebt immer noch nicht. Ich packe ihn jetzt in die Schüssel zurück, mache noch ein bisschen Mehl drüber und dann lassen wir es mal eine Stunde lang an einem warmen Ort gehen. Raus bei uns ist es schön warm. Den stelle ich jetzt richtig schön abgedeckt auf die Terrasse und dann darf er eine Stunde lang gehen. So, guckt euch mal den riesen Teig da an. Schön mit den Stückchen drin. Also ich bin begeistert. Achso, der Backofen, den habe ich jetzt gerade eben angemacht. Ober Unterhitze 200 Grad. Den lassen wir dann schon noch mal ein bisschen vorheizen. Und dann können wir den Teig gerade mit der Teigkarte ein bisschen rausnehmen und kneten gerade noch mal kurz durch. Guck mal, da ist nichts mehr drin. Wahnsinn. Okay, den kneten wir jetzt gerade noch mal kurz durch. So, ich habe mir hier jetzt schon eine Backfläche hingelegt mit Backpapier. Ich habe den Teig halbiert, also ein Stück hat jetzt 700 Gramm. Und jetzt könnt ihr das formen, wie ihr möchtet. Das eine, das lege ich mir jetzt hier so ein bisschen spitz hin und das andere, das mache ich mal einfach ein bisschen rund. Wie gesagt, ausgerollt oder geknetet habe ich es. Ich habe jetzt auch kein Mehl mehr genommen, also der klebt nicht gar nicht. Das ist echt unglaublich. Und wie gesagt, das könnt ihr jetzt so, wie ihr wollt, könnt ihr das jetzt aufs Blech legen. Formt es dann noch ein bisschen, wie ihr möchtet.
kleines Messer schon genommen und jetzt schneide ich mir den Teig ein. Ihr könnt es längs oder quer, kreuz oder rund, könnt ihr einschneiden, wie ihr halt möchtet. Gerade so ein bisschen tiefer, also jetzt nicht durchschneide, aber halt gerade so ein bisschen einritze, wie ihr das halt möchtet. Und dann decken wir es noch ein bisschen ab, lassen es noch mal so für eine halbe Stunde Ruhe. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, das eine habe ich ein bisschen spitz gemacht, das andere habe ich eher so wie ein Baguette hingelegt. Und das decken wir jetzt noch ein bisschen ab, wie gesagt, und eine halbe Stunde noch mal ein bisschen Ruhe lassen. Also wie ihr hier sehen könnt, also die sind auf jeden Fall mehr als aufgegangen, muss ich schon sagen. So, jetzt habe ich hier ganz normales Wasser. Das bepinseln wir dann jetzt gerade noch ein bisschen, dass wir eine schöne knackige Kruste bekommen. Im Ofen habe ich jetzt so eine feuerfeste Form, da habe ich jetzt ein bisschen Wasser reingegeben, durch den Wasserdampf dann. Und dann kann das Ganze dann auch jetzt schon in den Backofen rein. Für 20 Minuten. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Mehl drauf machen oder auch nicht. Aber ich glaube, ich habe das Mehl noch stehen gelassen. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Mehl drauf. Eins mit und eins ohne. Ich esse das ganz gern. Und dann kann sich es wieder raussuchen. Und dann machen wir das jetzt so. So, also wirklich, wie gesagt, schön ein bisschen mit Wasser gepinselt. Ich werde das größere Baguette ein bisschen machen mit Mehl. Wie gesagt, aber das kann jeder machen, wie er möchte. Und dann kann es dann auch jetzt schon in den Backofen rein. So. Noch ein bisschen. So, und das andere, das lasse ich dann ohne. Mittlere Einschubleiste für 20 Minuten. Sehen dann meine Brote aus. Die habe ich gerade eben aus dem Backofen rausgeholt. Also ich hatte sie auf jeden Fall noch 10 Minuten länger drin, weil sie doch halt sehr wuchtig sind, muss ich mal sagen. Also wie gesagt, entweder ihr macht dann 220 Grad für 20 Minuten oder ihr lasst dann halt, so wie ich, dann noch mal 10 Minuten länger drin. Mir gefällt die Bräune so. Ich mag es gar nicht so dunkel. Und ja, jetzt warten wir, bis sie abgekühlt sind. Wenigstens ein bisschen. So sieht das Brot dann von innen aus. Ich habe natürlich nicht gewartet, bis es abgekühlt ist. Es dauert dann auch noch ein bisschen. Aber wie ihr sehen könnt, es dampft auch noch. Und ich hoffe, es ist wirklich schön crunchig. Wirklich ganz lecker. Wie gesagt, da freue ich mich den ganzen Tag schon drauf. Mhm. 1A ist super lecker, kann ich wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, wir sind auch eigentlich ein paar Personen mehr. Im Moment sind wir nur zu zweit. Okay, also ich denke, ich werde es wieder ein bisschen verteilen. Und schön, dass ihr dran geblieben seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm. Look at